Kapitel 2 Raterasse. Und wiederum werden sich wundersam finden im wuchernden Grase die Würfel von Gold, die einst in der Urzeit die Asen besaßen. Dann reitet ein Großer zum Kreise der Rater. Der Starke von oben, zu enden den Streit. Mit schlichtendem Urteil entscheidet er alles. Und ewig soll währen auch, was er geweiht. Edda. Der Mittelpunkt des Lebens, der Geschichte, ist der Mensch. Trotz aller Wissenschaft von der Menschenkunde wissen wir herzlich wenig über ihn. Was er an Atom an der Leiche auf kalter Tischplatte zerschneidet, ist nur der schäbige Rest einer mehr oder weniger gotterfüllten, blühenden, lebenssprühenden Hülle. Was macht nun den Unterschied in Geist, Seele und Leib? Was ist es mit dem viel umstrittenen und doch so klaren Begriff der Rasse, ein Wort, das doch deutlich schon in seinem Klang etwas Ursächliches, Ursprüngliches, Wurzelhaftes hat, selbst wo es falsch angewandt wird? Wir werden den wirren Klumpen dieser Rassefragen überhaupt erst übersehen können und lösen, wenn wir nicht nur nach der Rasse und Rassenzugehörigkeit ganzer Nationen oder Völker fragen, sondern uns erst über den Begriff der Rasse und die Rassigkeit des Einzelnen klar werden. Was ist Rasse? Bei Pferden und Hunden ist man sich über diesen Punkt einig. Bei Menschen hat man lange Zeit unter niederrassischem Einfluss überhaupt die Zweckmäßigkeit einer solchen Fragestellung bezweifeln wollen. Heute dürfte es nur noch wenige Unbelehrbare geben, die die unterschiedlichen Fähigkeiten, Anlagen körperliche und geistige der einzelnen Menschenrasse leugneten. Nun haben diejenigen zweifellos recht, die sagen, dass kein Volk in Europa noch von einer einheitlichen Rassenzugehörigkeit sprechen könne. Es ist vielleicht die Frage, ob es in den letzten 2000 Jahren in strengem Sinne reinrassige Völker dort noch gegeben hat. Alle Völker weisen heute Mischungsmerkmale auf und bei diesem oder jenem treten bestimmte Mischungsergebnisse schwächer oder stärker hervor. Trotz alledem können und müssen wir von einer Rassenzugehörigkeit eines Volkes sprechen, weil eben das Stärkeverhältnis, in dem eine Rasse Bestandteil zu anderen, schwächeren Bestandteilen steht, dieses Volk rassig bestimmt. Wir Deutschen stellen, trotz weitgehender Mischung nach unserer geistigen, seelischen und körperlichen Schichtung, ein arisches Volk dar, das, wie der Welt Dinge liegen, berufen zu sein scheint, sein körperliches und geistiges Erbe gegen die ganze Welt und sogar gegen einen Teil seines eigenen Blutes zu verteidigen. Zwar lebt das deutsche Volk in keiner vollkommenen Rasseneinheit mehr. Es hat vielfach fremde Rassenbestandteile in sich aufgesogen, aber sie mit mehr oder weniger Erfolg ihrer Eigenheit entkleidet. Den geistigen Grundstück und körperlichen Führerschlag unseres Volkstums in guten Zeiten bildet deshalb immer noch der arische, blonde und großgewachsene Mensch. Ob wir nun auch als Volk keine Rasseneinheit darstellen, so bleibt doch Rasse im Einzelnen bestehen, das heißt, der Einzelne hat Rasse in Reinheit oder weist Mischung in stärkerem oder geringerem Grade auf. Wir wären wohl im Laufe der Jahrtausende zu einer unterschiedslosen, gleichgearteten Maße schon längst vermengt, stimmte dieser Möglichkeit nicht das Gesetz der Entmischung entgegen, wie es Mendel an Pflanzen erwiesen hat. Und es besteht kein Grund, dieselben Wirkungen nicht auch auf Mensch und Tier anzunehmen. Fast ein jeder kann in seiner eigenen Familie, und wenn er nur die beiden letzten Geschlechterfolgen in Betracht zieht, leicht eine Probe auf das Exempel machen. Große Zeiten und Menschen erkannten, dass nicht alle Rassenmischungen harmlos sind. Rassenmischungen mit tiefer stehenden Rassen, selbst mit fast gleichwertigen in übermäßigem Umfang müssen einer höheren Rasse immer verderblich werden. Sie wird in jedem Falle um einige Stufen von ihrer reinen Höhe herabgedrückt werden, oft aber auch den vollständigen Untergang ihrer Eigenheit erleiden, wie es uns die Geschichte der Völker zeigt, die nichts weiter ist als die Geschichte ihrer Rassen, wenn wir nur nach ihren wirklichen Ursachen forschen. Wie sich die Rassenmischung an einem einzelnen Menschenpaare auswirkt, sei hier an dem Gesetze der Fernzeugung nachgewiesen. Die Keimkraft des Mannes geht mit der Schwangerschaft gewissermaßen in das Blut der Frau über. Sein Blut kreist in der Folge im Blute der Frau mit und verändert es in einem bestimmten Grade, wie es chemische Untersuchungen ergeben haben. Es spielen dabei aber auch seelische, optische Übertragungen, Beeindruckungen mit, die niemals der Frau verloren gehen, besonders dann, wenn der Verkehr länger dauerte und gegenseitige Liebe das Verhältnis geistig vertiefte. Diese Dinge sind schon zu sehr als Vorstellung und Tatsache bekannt, als dass sie in Abrede gestellt werden können. Eine Frau wird wesentlich durch den Mann bestimmt, dem sie sich in jungfräulichem Zustande hingibt. Diese körperliche, seelische und geistige Vermischung hat nun bei der Vererbung zur Folge, dass Kinder aus einer Vereinigung der Frau mit einem zweiten Mann Keimanlagen des ersten Mannes, selbst wenn auch keine Empfängnis stattfand, übernehmen, denn schon der Samen wirkt durch bloße Aufnahme wesensverändernd. Solche Kinder aus zweiter Ehe sind dem Wesen vom ersten Manne seelisch und körperlich bestimmt, beeindruckt, imprägniert, gestempelt sozusagen. Man nennt diese Tatsache mit dem wissenschaftlichen Ausdruck physiologische Imprägnation, oder wie man auch sagt Telegonie, zu Deutsch Fernzeugung, und versteht darunter die Nachwirkung des von einer Frau äußerlich aufgenommenen Samens oder einer Schwängerung, also die dauernde Beeinflussung aller späteren Geburten durch die erste männliche äußerliche Besamung oder erfolgreiche Beiwohnung. Dem Tierzüchter sind diese Erfahrungen längst geläufig und jeder Tierhalter richtet sich danach, wenn er reine Zuchten wünscht. Die Imprägnation des Weibes, ihre Dauerschwängerung gewissermaßen durch den ersten Mann, der sie besessen hat, lässt sich so erklären, dass sich aus den Zellen der Frucht Molekularkomplexe loslösen, in den Blutkreislauf geraten und sich in den Zellen der Mutter, vorzüglich in den Geschlechtszellen ablagern, von wo aus sie bei dem Aufbau eines neuen, auch von einem anderen Samen hervorgerufenen Keimlings Verwendung finden. Man kann von einer Keimfeindschaft des ersten eingedrungenen männlichen Samens sprechen gegen alle weiteren späteren Eindringlinge. Hier liegt also ein Fall von Metachemie vor, von der wir jedenfalls noch wenig wissen.
Auf der Kenntnis dieser Dinge beruht auch der uralte Brauch des Jus Prima Noctis, das Recht auf die erste Nacht durch den Grundherrn oder den Priester, das eine Art Aufzucht der Bevölkerung zum Zwecke hatte und nicht nur eine Ausschreitung, einen Missbrauch der Macht darstellte. Infolge dieser Maßnahme ist in vielen Gegenden der Menschenschlag durch die rassisch und geistig höher stehende Standesherrschaft veredelt worden. Diese Sitte behält im Volksglauben vieler Völker die erste Nacht den Göttern oder Dämonen vor. Eine Erinnerung an eine Einrichtung, ein Gebot, das von den Arien, den Göttern ausging, als sie die Welt besiedelten, um die Untermenschheit, die sie meist auf sehr tiefer Stufe fanden, aufzuzüchten. Darauf deutet der noch heute geltende Brauch bei einzelnen der Unterrassen hin, den Fremden dieses Recht zu überlassen, weil es unheilbringend scheint, es selbst auszuüben. Im Mittelalter war es noch das Recht des Grundherrn, bei Eingehung einer Ehe seines Leibeigenen die erste Nacht nach der Trauung mit der Braut zu verbringen. Das Recht wurde auch von den geistlichen Standesherren in Anspruch genommen, wie noch viele Urkunden beweisen. Aber auch wenn keine Befruchtung eintritt, so wirkt schon die Berührung, der Ort Austausch bei der unter heftigsten Erregungen und Leidenschaften stattfindenden Vereinigung verschlechternd oder verbessernd auf die Nachkommenschaft, je nach dem Rassenwerte des betreffenden Mannes. So kann man die häufigen, sonst ganz unverständlichen, Fälle verstehen von Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten untereinander bei Kindern verschiedener Eltern, aber auch den stetigen Niedergang des inneren und äußeren Wertes der Rasse. Heute findet durch die Imprägnation eher eine Auslese nach unten als nach oben statt, denn der Chandale, der Untermensch, beherrscht heute wirtschaftlich Stadt und Land und nutzt die Gelegenheit, seine Macht zu gebrauchen, mit Roheit und Rücksichtslosigkeit aus. Hier kann nur die Einsicht helfen, die unsere Frauen und Mädchen in diese Dinge nehmen wollen und der gesunde Geschmack, der das Weib im Allgemeinen noch beherrscht und bestimmt, den Mann der höheren Gesinnung und Achtung dem Untermenschen vorzuziehen, denn nur dieser höhere Mann kann ihr das dauernde Glück in der Ehe schenken, nach dem die Frau sich sehnt. Der Hochrassige kann sich darum mehr erlauben, ohne Schaden anzurichten. Schwängert er eine Jungfrau arischer Herkunft, so zeugt er wenigstens echt, das heißt nicht nur fort, sondern hinauf, schwängert er ein Mädchen minderrassiger Art, so handelt er zwar nicht klug, aber er schändet das Mädchen nicht, eher sich selber in einer unebenbürtigen Nachkommenschaft. War das Mädchen aber unberührt, so ist sie höherartig imprägniert, und Nachkommenschaft aus späteren Verbindungen mit weniger gutrassigen Männern hebt die Nachkommenschaft über ihre Erzeuger hinaus. Bei dieser Betrachtung bleibt indessen das Mendelsche Gesetz der Aufspaltung unberücksichtigt. Es handelt sich hier um die sittliche Begründung des Hochzuchtgedankens. Zucht führt zu höherer Gesittung, nicht Zucht zu körperlichem und damit zu sittlichem Zerfall. Der reine Arier ist darum nach seinen ganzen Eigenschaften der Einzige, der Reichtum und Macht nie missbraucht. Da er der höhere Mensch ist, so steht ihm sein Vorrang ganz natürlich an, der Untermensch hat solchen Vorzug stets gegen die höhere Menschheit missbraucht. So ist Besitz, auch Besitz des höheren Weibers in den Händen von Unterartgleichen ein Unglück für alle, wie die Gegenwart zeigt. Deshalb soll man dem Arier die Wege zu Macht und Reichtum bewusst ebnen, weil er der Gütige, der Freigebige, der geborene Herr ist und seinen Überfluss an weltlichen und geistigen Gütern zu teilen bestimmt ist. Man hat selbstverständlich das Wort Rasse als aus dem Lateinischen entnommen bestimmt. Das ist nicht richtig, und der Irrtum kommt daher, weil wir leider unsere germanischen Sprachen bei weitem nicht so gründlich kennen wie das Lateinische oder Griechische. Da beide Sprachfamilien, die romanische und germanische, dem arischen entstammen, so müssen sie beide im Wesentlichen denselben Wort- und Begriffsschatz enthalten. Ja, die nordischen Sprachen, als näher der Ursprache gelegen und darum weniger verändert, müssen in vielen Fällen auch die ursprünglicheren Formen bewahrt haben. Und in der Tat ist das Wort Rasse nicht nur dem Latein eigen, wie jene zu leicht und zu gerne behaupten, die mit allem zu Ende sind, wenn sie mit ihrem Latein zu Ende sind, sondern es ist ein ureigen germanisches Wort, das aus dem Altnordischen stammt und somit auch seine deutsche Wurzel, Rada, hat, die sicher älter ist als das einer jüngeren Abspaltung aus dem urarischen zugehörige lateinische Radix. Rada heißt nun Altnordisch in der Sprache der Edda und damit auch im germanisch-deutschen Wurzel. Und wir haben tatsächlich noch den Begriff in Rettich oder Mundartig Radi, was eine Wurzel bedeutet und durchaus nicht auf das lateinische Radix zurückgehen muss. Jedes Wort hat aber zwei polare Begriffe, einen geistigen sozusagen und einen stofflichen, ein positives und ein negatives. Im altnordischen Rada ist noch der geistige Urbegriff voll enthalten. Rad und Rada heißen die Götter der Edda. Gott ist somit die Rada gleich die Wurzel von allem. Da reitet ein großer zum Kreise der Komma Rada Apostroph. Rada heißt nun altnordisch auch Rad, Zeugung, Heirat. Heirat entziffert sich damit als der hohe Rad, Englisch Hai. In einem anderen Mythos der Edda zieht Othain seinen Borarati. Es ist auch hier die Wurzel, die aus dem Urgrunde alles Seins wächst und uns wieder zum Urgrunde alles Seins zurückführt. Mit dieser Wurzel Radi durchbohrt Othain das Scheidegebirge, um bei Ganlade, was Rauschlust, Kampflust bedeutet, sich den Trank des Lebens, der Begeisterung, der Dichtung, der Verdichtung zu holen. Ein Urzeugungsmythos eröffnet sich uns mit dem Wort Radi, der Wort deutlich die entscheidenden Vorgänge erzählt. Rasse gleich Rade lässt sich in die arischen Ursilben aufteilen, A oder Ra, was Sonne bedeutet, wie wir nun wissen, und die Silbe Ta, die Tat, Zeugung bedeutet. Rata ist also das Sonnengezeugte, in der Umkehrung die Ata gleich die Kunst, das Können, die Aria. Die Aria sind also die Sonnensöhne, die Göttersöhne, das Leben in seiner höchsten Offenbarung im Menschen, im Guten, in den Göttern, in deren Rat geistig, in deren Rasse körperlich, in der Rata. Wer hier nicht mitkommt innerlich, solche Ableitungen als abwegig empfindet oder bezeichnet, hat die Sprache des Geistes noch nicht entdeckt, er gehört irgendwie einer Verrottungs-, Verratungsstufe an.
Die Rada in ihm, der Rat, der Gott mit anderen Worten, wird zu Rate. Die Rate hat ihren Namen daher, weil sie ihr Leben im Reiche der Verrottung fristet. Der Mensch, die Sprache selbst hat nach dem Red der Götter den Dingen ihren Namen gegeben, nicht willkürlich, auch wenn wir die Ursache und den Grund nicht erkennen, sondern nach einem Plane, nach einem Red der Rata. Der Ara, der Arie ist also die Wurzel, die Rata, die Rasse in der Menschheit. Die Rasse, denn alle anderen Rassen sind noch nicht zu Rata entwickelt, und es ist unsere Aufgabe, diese Entwicklung zu fördern. Keiner sei gleich dem anderen, doch gleich sei jeder dem Höchsten. Wie das zu machen? Es sei jeder vollendet in sich. Gott und Rasse also sind eine Einheit. Rasse gleich Rata gleich, altnordisch, Rat, Rata gleich die Götter gleich die Rat X, die Wurzel alles Seins. Somit sind Gott und Rata oder Rasse eins. Diese Einheit kann nicht durchbrochen werden, und die Frage um die Rasse, um die Rata, um die Wurzel ist eine Grundfrage des menschlichen Seins, eine Gottesfrage, eine überaus religiöse Angelegenheit. Es ist keineswegs nötig, dass die Frage um die Rasse gehässig behandelt und aufgefasst werde. Rasse ist eine göttliche Gegebenheit und auf jeder Stufe eine Angelegenheit Gottes, ein Zustand der Weltentwicklung, der von mehr oder weniger menschlicher Entwicklung zeugt. Dass die Natur, das Göttliche in uns, in unendlichen Zeiträumen auch die Hochzucht der unteren Rassen allmählich bewirken wird, daran ist kein Zweifel möglich. Die in hochwertigen Rassen verkörperten Geister werden diesen Vorzug niemals darin missbrauchen, dass sie die niederen Rassen verachten, sondern sie werden bestrebt sein, ihnen zu helfen. Allerdings gehört dazu, dass sie einen gewissen Einfluss über die jüngeren Brüder gewinnen. Gott und Rasse sind eine Einheit. Zum besseren Verständnis dieses Satzes diene die räumliche Anordnung eines Gedankens. Vor uns steht das Sinnbild der ewigen Verschränkung, der Vereinigung des Unten mit dem Oben, der Sechsstern, der Sexualstern, das Zeichen des Lebens in seiner Dualität, seiner zwiespältigen Einheit. Diese Überlegung gibt die Grundlagen einer wahren aufbauenden Gottes- und Welterkenntnis mit besonderer Berücksichtigung der Rassenfrage. Alle Dinge auf der irdischen Ebene, wie entgegengesetzt, wie feindlich sie sich auch dem oberflächlichen Blicke darstellen mögen, sind schließlich gemeinsame Abhängigkeiten und dadurch Zusammengehörigkeiten zur geistigen und körperlichen Entwicklung der Menschheit. Es ist kein Zweifel, dass wir in einer Zeit des Rassenverfalles leben, besonders was die führende arische Rasse anbelangt. Dass sie führend war und ist, auch in ihren Resten noch, kann füglich von niemandem bestritten werden. Alle Kulturen auf der Erde in einem Zeitraum von wenigstens 60.000 Jahren sind durch arische Rassen und Führerschichten geschaffen worden. Das ist eine erdgeschichtliche Tatsache, und die Wahrheit muss für jeden erträglich sein, wenn auch seine ewig sich wiedererkennende Ichheit im gegenwärtigen Leben nicht in dieser Hochrasse verkörpert erscheint. Vielleicht erkennen wir den Grund des rassischen Zerfalles in der Tatsache, dass die Hauptreligionen der letzten Jahrtausende diesem, die göttliche Freiheit, Rassenverfall Vorschub leisteten. Und in diesem Sinne beanspruchen wir für die Weltanschauung, die wir arisch-rassisch nennen wollen, mit vollem Recht den Namen und den Begriff einer Religion. Held ist in einem weiteren Sinne nicht bloß der Krieger, der Soldat im Felde, sondern jeder, der sein gegenwärtiges Leben auffasst als ein zeitliches Geschenk, das ihm gestattet, seine Seele, sein Ich zu vervielfachen im Gedanken einer ewigen Wiederkehr. Held ist, wer nicht allein im Streben nach Diesseitigem aufgeht, sondern weiß, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Worte Gottes, das durch seinen Mund geht, das heißt, er lebt durch eine jede Tat und einen jeden Gedanken, der das menschliche Sein über nackte Notdurft und reinen Erwerb hinaushebt. Held ist jeder wahre Dichter, Künstler und Gottesmann, Held ist der Bauer, der weiß, dass er nicht nur sich und die Seinen zu ernähren hat, sondern verantwortlich ist für das tägliche Brot des ganzen Volkes. Held ist der Baumeister, der mit dem Haus nicht nur seinen Auftrag baut, sondern in den toten Steinen auch einen Hauch vom Geiste Gottes und des Menschen lebendig werden lässt. Der Kaufmann, der eine Verantwortung noch fühlt bei allem billigen Gewinn in dem Umstand, der notwendige Vermittler zwischen Erzeuger und Verbraucher zu sein. Der Beamte, der sich als Kopf oder Hand des lebendigen Volkes fühlt, durchdrungen von dem Beruf, zu dessen leiblichem und seelischem Wohle bestellt zu sein, immer folgend und gehorchend dem Pulsschlag der Gesamtheit. Der Handwerker, der in feierlicher Werkstatt sein Dasein durch die Trefflichkeit seiner Arbeit und seiner Erzeugnisse adelt. Der Arbeiter, der auf unterster Stufe des Gesellschaftsbaus seinen Tagelohn verdient, im Bewusstsein, der geringste, aber getreueste Sohn des Volkes zu sein, und der auf seine Kinder mit der Erwartung und dem Stolze sieht, dass sie einmal von höherer Schichtung und Arbeit aus ihren Erzeuger im beschaulichen Lebensabend begrüßen. Der Erzieher, der die Jugend leitet und behütet und ihr ein weites hohes Ziel steckt, weil er weiß, dass er mit den Jungen auch seines Volkes Zukunft in der Hand hat. Der Fabrikherr, der die Verantwortung kennt, dass das Wohl von Tausenden von ihm abhängt und der darum seine Laune nicht dem Bedürfnis der Menge voranstellt. Der Minister, der den Mut im Herzen trägt und die edle Begier kennt, immer und überall das Rechte zu tun, und wäre es selbst unter dem Opfer seiner Macht und seines angesehenen Amtes, sie alle sind Helden und es gibt keinen sonst noch, der zu gering wäre, in die heldische Gemeinschaft aufgenommen zu werden, hätte er nur den bescheidenen Willen, mehr zu geben als gerade verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist. Wer aber dies nicht vermag, wenn überhaupt noch kein Bedürfnis wach geworden wäre nach mehr als nach seinem Selbst und seinen eigensten Zwecken, den nennt einen Händler, weil er des Wahnes ist, das Leben sei eine Ware und hätte einen Preis, und wo recht viele Zwecke erreicht würden, da hätte es einen besonders hohen Wert. Das ist ein grober Irrtum und die Welt wird erst wieder ein Wohnplatz werden für glückliche Menschen, wenn die Helden über die Händler gesiegt haben werden. Die Weltanschauung der Arie ist und war heldisch. Heldische Weltanschauung richtet sein Bestreben nicht auf den Bestand des eigenen. Sie bedeutet und verlangt auf Opferung, selbst auf Opferung des Einzelnen.
der Familie, des Volkes, der Rasse für das Wohl der Welt. Das ist das Kennzeichnendste der arischen Geistesverfassung, wie uns die Geschichte dieser Rasse lehrt. Die Eroberung und Besiedelung der ganzen Erde war ihr Werk und sie verblutete sich daran, ob bewusst oder unbewusst, mag hier unberührt bleiben. Sie hat einen großen Teil der unteren Menschheit dabei aufgezüchtet, bis zu einer Stufe der Selbstständigkeit. Jetzt wendet sich die untere gegen die höhere, die sich nun gegen die Rasse wendet, der sie den Aufstieg verdankt. Arische Erkenntnis nimmt dies hin als ein Gesetz der Entwicklung und sucht daraus noch die Möglichkeit einer Mithilfe an diesem Werdeprozess. Das gehört mit zur heldischen Weltauffassung, die kein Opfer scheut und keines bedauert. Auch das Christentum, das wir nach der arischen als zweite Weltreligion bezeichnen können, enthält in seinem Kerne eine heldische Weltanschauung, fordert die völlige Hingabe an das göttliche unter Hintansetzung alles Irdischen, die Aufopferung des Einzelnen, der Familie, des Volkes und der Welt, also auch der Rasse. Dieser wertvolle Gehalt des Christentums ist durchaus der arischen Weltanschauung verwandt, und in der Tat hat ja nur der arisch-rassische Einschlag unter allen Völkern, die das Christentum in mehr oder weniger vollendeter Gestalt übernahmen, diesen verwandten Gedanken des Christentums erfasst, ihn gehegt und gelitten. Die Masse besonders in den südlichen, unarischen Ländern huldigt einer Fratze, einem Fetisch unter dem Wahnen des Christentums. Von dem Buddhismus als der dritten Weltreligion in unserem Sinne ist das Gleiche zu sagen. Er fordert die völlige Ausachtlassung alles Irdischen bis zur Selbstauflösung. Auch er entstand aus dem Rassengeiste der arischen Inder und lebt noch heute davon. Alle drei Weltanschauungen, Auffassungen, Religionen sind heldisch, sind mit anderen Worten selbstvernichtend. Der arische Mensch hat unter der Fahne dieser drei Religionen oder Bekenntnisse das Selbstopfer seiner Auflösung in unteren niederen Rassen im Laufe der letzten 1000 Jahre vollbracht. Er ist der Pelikan, der mit seinem eigenen Blute die Jungen, die jüngeren Brüder aufzog, hinaufzog. Nicht umsonst ist dieses Sinnbild gerade Christus eigen durch das ganze Mittelalter und hat vor allem in den Geheimbünden immer eine bevorzugte Stellung eingenommen. Wir beklagen den Untergang der Rasse, der offensichtlich ist, aber ebenso wächst in unseren Tagen die Erkenntnis der Notwendigkeit der Erhaltung von Rasse, vorab der höheren Rasse. Die aufgezogenen Rassen können sich vorläufig behelfen mit dem höheren Bluterbe, das sie noch nicht völlig verarbeitet haben. Für die Edel- und Hauptrasse bedarf es jetzt aber einer Schonung, einer Überlegung. Der Prozess der Mischung und Vermischung ist abgeschlossen, muss abgeschlossen werden, wenn nicht der Schöpfer sich erschöpfen will an seinem Geschöpf. Er nehme damit seinem Werke wieder das Leben auf der höheren Ebene, das er ihm erst gegeben hat. Der Prozess der planlosen Mischung und Vermischung, wie sie sich jetzt fortzusetzen droht, muss aufhören, weil sonst der Fortschritt der Menschheit, von dem man sonst so viel Falsches aufheben macht, gefährdet ist. Wir brauchen Hochzucht, wie wir Vermischung nach einem höheren Weltplane gebraucht haben, denn die Rassen sind keine unveränderlichen Erscheinungen, wenn auch für viele Jahrtausende, so doch nicht für erdgeschichtliche Zeiträume. Aus den Resten der arischen Wurzelrasse entsteht durch eine neue geistige Umstellung und Einstellung eine neue Rasse unter unseren Augen, für solche sichtbar, die Augen haben zu sehen. Es sind noch weniger stoffliche Ergebnisse und Formen, die sprechen, sondern geistige Kräfte arbeiten an der neuen Rasse schon in einem Umfange, dass man deutlich wahrnimmt, wie sich dieser neue Rassengeist die ihm eigene Form schafft. Die Bestrebungen, die heute der Erhaltung und der Zukunft der Edelrasse dienen sollen, bevorzugen meist äußerliche Maßnahmen, mit denen nichts erreicht werden kann, denn zweifellos hat sich die arische Rasse nicht nur körperlich, sondern auch geistig bis zu einem gewissen Grade erschöpft. Die Bestrebungen zu ihrer Erhaltung müssen zuerst auf das Geistige und Seelische gerichtet sein. Hier können sogar solche Geister behilflich sein, die nicht dem körperlichen Ideale entsprechen, das die arische Rasse von sich aufstellt. Es ist aber der Geist, der sich den Körper schafft, und so wird allmählich auf der körperlichen und geistigen Grundlage der arischen Rasse eine Weiterentwicklung sich zeigen, die ganz von selbst zur sechsten neuen Wurzelrasse führt. Die arische Wurzelrasse war bekanntlich die fünfte in der Reihe der menschlichen Hauptrassen, die seit Millionen Jahren die Erde bevölkern und dem jeweiligen Erdzustande angepasst, sehr verschiedene äußere Erscheinungen und geistige Wertigkeiten boten. Sicher ist, dass die neue Rasse in Aussehen und innerer Verfassung sich im Wesentlichen auf die arische stützen wird. Denn das, was diese Rasse erreicht hat, war ein Höhepunkt nicht nur geistig-seelisch, sondern auch in der körperlich-stofflichen Gestaltung. Blau, Gold, Weiß, nämlich blaue Augen, blondes Haar und weiße Haut sind die äußeren Zeichen eines Lichtwesens und die lichte, helle Erscheinung ist eine Spiegelung der inneren Helle und Reinheit des vollendeten Vertreters dieser Rasse, ein Zeichen seiner Gottnähe und Gotteskindschaft. Es ist kein Zweifel, dass dunkle Haut, dunkle Haare und dunkle Augen noch unvollkommene Naturergebnisse sind, nur muss immer wieder betont werden, dass das Äußere allein heute nach einem Vorgang Jahrtausender währender Mischungen nicht maßgebend ist für die geistige und seelische Verfassung eines Menschen. Die Gaben, die geistigen und körperlichen, bleiben so lange in der Menschheit verschieden verteilt, bis sich auf einer neuen Stufe der zahlreich entstehenden Unterrassen ein Ausgleich gefunden hat. Ein jeder hat bei einer neuen Verkörperung die Anwartschaft auf eine bessere, lichtere Hülle, sofern es seinem inneren Entwicklungszustand und der Aufeinanderfolge seiner irdischen Aufgaben angemessen ist. Die neue, sechste Rasse wird die Rassenordnung und Zucht im Sinne Verstehen der Liebe zur Durchführung bringen, es wird darum keine Kämpfe mehr geben, sondern verständige und verstehende Einordnung auf allen Stufen der Entwicklung der Menschheit. Wie wir sie heute vor uns sehen, wird jede Unterrasse ihren Wirkungskreis zugewiesen erhalten, indem sie glücklich, in Verehrung der Schicksalsgegebenheiten, ihre friedliche Aufgabe erfüllt. Wenn einmal die arisch betonten Völker, die heute die Weltherrschaft über die unteren Rassen ausüben, ihre Berufung nicht in der Ausbeutung dieser noch unentwickelten Brüder sehen, sondern in ihrer Belehrung und Erziehung, dann werden diese Rassen und Völker willig im arischen Menschen und seinen Vertretern den Führer anerkennen.
Ähnlich wird es in den Ländern und in den Völkern mit arischem Übergewicht oder mit arischer Führung sein, wie sie sich heute in Europa und Nordamerika vorfinden. Es wird hier niemals zu einer reinen rassischen und völkischen Aufteilung, weder politisch noch wirtschaftlich, kommen, sondern es werden in jedem Volke und Staate, geleitet nach kosmisch-göttlichen Plänen, die Rassenschichtungen ganz nach Leistung von selbst sich vollziehen. Einzelne Gruppen haben dann, wie schon heute, die Möglichkeit, sich rassisch zu sondern in neuen Siedlungsgebieten als gesellschaftlich und wirtschaftlich selbstständige Gruppen. Die tiefste Einsicht vermag jedem Menschen zu werden in der Erkenntnis, dass es Schicksal ist und weg, was wir in diesem Leben hier auf uns genommen haben, und dass niemand den anderen zu beneiden oder zu verachten nötig hat, wenn er weiß, dass die gesamte Menschheit ihren Ursprung in Gott hat, und wir alle Brüder sind. Brüder, die aber die naturgegebene Rangordnung der Geister und der Körper einzuhalten geneigt sind. Die Schätzung des Wertes von Rasse war immer ein Zeichen von Größe des Blickes und vom Umfang einer gegründeten Weltanschauung bei bedeutenden Männern, selbst wenn sie ihre Veranlagung und ihren Taten nach entgegengesetzte Wirkungen verschuldeten. So hatte Walter Rathenau, als geborener Jude, dennoch eine ganz ungewöhnliche Einsicht in den Wert der nordischen Rasse, kannte sehr wohl ihre einzigartige Bedeutung für alle Kultur und Gesittung und forderte geradezu ihre Neuaufzucht im Sinne einer glücklicheren Zukunft der Menschheit. Es ist erstaunlich, wie früher er, im Jahre 1908, seinen Gedanken darüber einen klaren, geradezu vorbildlichen Ausdruck verlieh, während heute noch weiter verantwortliche Kreise unseres eigenen Volkes vor den Fragen der Rasse, die Aufstieg oder Untergang bedingen, kurzsichtig die Augen verschließen. Es ist allerdings auch erstaunlich, wie wenig Rathenau seiner ausgesprochenen Überzeugung und Einsicht folgte, solange er Einfluss und Macht besaß. Die Gegner aber einer rassisch bedingten Weltanschauung und Lebensgestaltung können an dem Beispiel Rathenaus jedenfalls lernen, dass man sehr wohl eine Naturtatsache wie den Unterschied der Rassen nicht abzuleugnen braucht. Für den Zugehörigen einer weniger hochstehenden Rasse mag es eine Überwindung kosten, den Vorzug der Begünstigteren anzuerkennen, aber gerade diese Überwindung wird ihn im Geiste jenem Vorbilder näherbringen. Er sieht in den menschlichen Zuständen keine Ungerechtigkeiten, sondern schicksalsgegebene Aufgaben in diesem Leben, die irgendwie nicht unbegründet und unverdient sind. Gerade der Einsichtige wird aus einem zeitlichen Mangel, aus persönlichem Pech, die Lehre leichter ziehen von allgemeiner Verpflichtung der Menschen zu einer Höheratung im Geiste und im Leibe. Das erregt keinen Hass, sondern erzeugt erst wahre Liebe zur Menschheit. Der Rationalist und Materialist Rathenau übersieht doch wesentlich auch die geistigen und seelischen Bedingungen zum Werden einer Rasse von solcher Vollendung. Die klimatischen Bedingungen schaffen es alleine nicht, sonst müssten die Eskimos die höchsttehende Rasse geworden sein, die blondeste und stattlichste. Das Gegenteil ist wahr, die arische Rasse entstand in einem milden Klima, das diesem Menschen den ganzen Reichtum der Natur als Hilfe zu seinem Aufstiege mitgab. Not bringt auf die Dauer Elend und hindert Höchstleistungen, wenn auch die Peitsche des Mangels zu gegebenen Zeiten nicht unterschätzt werden soll. Von Theognis von Megara, der um 600 vor Christus lebte, ist ein kleines, aber vielsagendes Sprüchlein auf uns gekommen. Nur das Geld sieht heut in Ehren. Edle freien ein Lampenkind, und der Lamp des edlen Tochter, bis vermengt die Rassen sind. Man sieht, wie bei unseren Glücklichern im Süden mit Zivilisation behafteten Stämmen die Zivilisationsnöte schon früh genug auftreten, im klassischen Griechenland. Wir können hier nichts von einem Fortschritte sehen, sondern nur von einem Niedergang bis auf unsere Tage, wo von den nordischen Edlen der Vergangenheit im heutigen Griechenland überhaupt keine Spur mehr lebt. Eine solche Urkunde aus dem Munde eines Mannes, der seine Zeit erkannte und das Schicksal seines Volkes, gibt ein klareres Bild vom Griechentum und den Ursachen seines und unseres Niedergangs als tausend dickleibige Bücher, die schon darüber geschrieben wurden. Niemand braucht beiseite zu stehen oder sich diesen Erkenntnissen vorsätzlich zu verschließen, weil er fürchtet oder Grund hat, anzunehmen, seine äußere Erscheinung befriedige nicht die Ansprüche, die eine äußere Zugehörigkeit zur arischen Rassengemeinschaft bedingen. Es gibt auch eine geistige Rassenzugehörigkeit. Bei der allgemeinen Rassenvermischung sind viele rein arische Wesenheiten in unarische Körper zeitlich gebannt. Nicht jede blonde, weißhäutige Larve verbirgt auch arischen Geist und arische Seele. Wie viel Spießertum, glatter Nützlichkeitsstandpunkt, eitler Stoffwahn, schnöder Händlergeist und beleidigende Seelendürre treten uns in ganz annehmbarer leiblicher Hülle entgegen, dem kenne allerdings auch dann nicht täuschend, dagegen zeigt sich, wenn auch seltener, Geistesedel, Gedankenhochflug, Opferwille, Schöpferkraft und arische Gottverbundenheit in unscheinbarem irdischen Kleide. Diese wenigen allerdings wissen auch, dass der planlosen Vermischung, die nur Verköterung verursacht, Einhalt getan werden muss, denn sie empfinden mit entsetzlicher, qualvoller Klarheit die geistige und seelische Verdammnis und Hemmnis im unreinen Körper durch die Schuld ihrer Väter, jener einzigen Erbsünde, an der fast die ganze Menschheit, das Mischmaschmännchentum leidet. Die Leiber und Geister werden und müssen sich wieder scheiden, wenn Ruhe und Frieden in den Menschen und durch sie wieder auf der Erde eintreten sollen. Was Gott getrennt hat, darf der Mensch nicht willkürlich und verbrecherisch vermischen. So ist auch nur das Wort recht zu verstehen, dass der Mensch nicht trennen soll, was Gott zusammengefügt hat. Und mit jeder neuen Verkuppelung Ungleicher mit ungleichen Werten Trennungen geschaffen, Millionen Geschlechter in die Hölle des Zwiespaltes geworfen, der niemals ruht, auch im hundertsten Glieder nicht, bis die Natur ihn löst, sich selber hilft durch Ausspaltung und Wiederaufspaltung in rein oder unrein nach göttlichem Gesetz, das nicht nur Mendel wiedergefunden hat. Aber welche Verwirrung stiftet Bosheit oder Unverstand gegen das eine Urgesetz, Rasse gleich Kausalität? Keine Ursache ohne furchtbare oder fruchtbare Wirkung. Aber das jüngste Gericht, das in Wahrheit auf Erden ewig tagt, scheidet ewig die Böcke von den Schafen. Wer das Arierreich, das Gottesreich, das Götterreich, das Göttenreich, das Gutenreich auf Erden und in den Himmeln will, der trete zur Rechten, an unsere Seite, die wir im ewigen Rechte, in der Ehe,
das heißt dem Ur- und Naturgesetz Leben und Handeln. Hier folgt ein Auszug aus Walter Rathenaus Reflexionen. Darum kann uns die Hölle nicht schrecken, soweit ihre Pforten heute auch offen gähnen. Nur den Furchtsamen frisst die Furcht auf, dem Kühnen ergibt sie sich und er gewinnt neue Kraft aus jeder neuen Überwindung. Ja, Rathenau wusste es, wie sein Rassergenosse Benjamin Disraeli Earl of Beaconsfield, dessen staatsmännischer Kunst es gelang, das Streben der Angelsachsen zur Weltherrschaft sich und seinem Volke dienstbar zu machen, und hat es in einem vielbeachteten Worte ausgesprochen. Die Rassenfrage ist der Schlüssel zur Weltgeschichte. Dann kann aber die Weltgeschichte zu einem würdigen Ziel nur geführt werden durch die führende arische Rasse. Wenn man vom nordischen Ursprung der arischen Rasse ausgeht, so erweist sich dieser als ein Ergebnis der schärfsten eliminierenden Zuchtwahl. Denn in dem klimatisch, vegetativ und faunisch gefährlichsten und aufreibendsten Landstrich musste sie sich angewöhnen, standhalten, überleben und verdrängen, bis sie ihn beherrschte und lebenserträglich schuf. Schwächere Urbewohner wurden aufgerieben und vertrieben, weil sie mit den Widerständen der Natur nicht wuchsen. So haben sie zum Teil bis heute ihre vorzeitliche Existenz bewahrt. Und diese herkulische Kinderzeit währte für die Arier noch zwei Jahrtausende, nachdem die glücklicheren Stämme im Süden und Südosten längst mit Zivilisation behaftet waren. So ereignete sich im Größten, was sich später im Großen vereinzelt wiederholte, bei Römern und Preußen. Derjenige herrscht, der auf Frau aus dem Gebiet Existenz und Herrschaft erlernt hat. Die Aufgabe kommender Zeiten wird es sein, die aussterbenden oder sich auszehrenden Adelsrassen, deren die Welt bedarf, von neuem zu erzeugen und zu züchten. Man wird den Weg beschreiten müssen, den dem die Natur selbst beschritten hat, den Weg der Modifikation. Körperliche, strapaziöse Lebensweise, raues Klima, Kampf und Einsamkeit. Eine neue Romantik wird kommen, die Romantik der Rasse. Rathenau lässt die glücklicheren Stämme mit Zivilisation behaftet sein. Behaftet kann man mit Krankheit, Aussatz, Minderwertigkeit sein, jedenfalls nur mit einem Nachteil. Dann rechnen jene Stämme aber auch nicht zu den Glücklichern, das ist ein Denkfehler. Vielleicht konnte er aus seinem Blute heraus keine folgerichtigen Schlüsse aus seiner Erkenntnis ziehen. So sah er später nur noch eine Möglichkeit, eben diese Zivilisation durch restlose Versklaffung und Mechanisierung der Arbeit zu verwirklichen, was durch den Tod der nordischen Rasse bedeutet. Das trifft jedenfalls für die Römer nicht zu, und die Preußen haben das Weltreich erst noch zu schaffen. Gewiss, das Dämonische ist der Gegenpol des Theonischen, das Ungöttliche. Sie wird das reine Nordlandsblut verherrlichen und neue Begriffe von Tugend und Laster schaffen. Den Zug des Materialismus wird diese Romantik eine Weile hemmen. Dann wird sie vergehen, weil die Welt neben der blonden Gesinnung des schwarzen Geistes bedarf und weil das Dämonische sein Recht will. Aber die Spuren dieser letzten Romantik werden niemals schwinden. Unsere Epoche hebt die Persönlichkeit auf die höchste Spitze. Dies ist folgerichtig, weil eine Grunderscheinung unserer Zeit die Rassenmischung ist, mithin die Verschwemmung des Charakters. Wir setzen Prämien auf denjenigen Atavismus, der eine der Mischungskonstituenten unserer Bevölkerungsmassen in verhältnismäßig reiner Form rekonstruiert. Kämen wir wieder zu reineren Rassen, so würde die Aufhebung der Persönlichkeit durch das Rassenideal erstrebt werden. In dieser Lage befand sich der griechische Adel und befinden sich einzelne Aristokraten unserer Zeit. Wie begreiflich dem, der aus Menschenbildern die Seelen liest, hier ein Edler, der gemeinen Sklavenknechtsdienste leistet, da eine Sklavenschar, die einen Edlen anklagt und richtet, dort eine Knechthorde, die mit der Feder den wahren Edelsinn zu zeichnen vorgibt und in Wahrheit Sklaventugenten zum Himmel hebt, um den Edlen die letzten Rechte zu verkümmern. Eine Tragikomödie des Geistes ist die Unterwerfung Platons unter Sokrates, Einfluss. Der ritterliche Blonde fand das gelernt Moral und Zweck von dem schwärzlichen Urbewohner, dem es gelungen ist, seine schlechten Instinkte durch unaussprechliche Energie und Intelligenz zu meistern. Siegfried vom fromm gewordenen Miene bekehrt. Des Göttlichen. Aber einen schwarzen Geist gibt es nicht, er wird sich immer als Ungeist, als Loki entlarven lassen müssen. Herrschen muss der Geist, der hell ist und darum erhellt und leuchtet, sonst haben wir statt Herrschaft Wirtschaft auf der Erde. Und Rathenaus Wort war Wirtschaft. Er hielt sich also selber wie dämonisch. Falsch geschlossen. Einen guten Gedanken auf den Kopf gestellt. Je mehr reine Rasse, je mehr Persönlichkeit. Chaotische Großstädte lassen keine Persönlichkeiten aufkommen. Untersuchungsausschüsse nach dem Kriege. Es ist eine kecke Umkehrung, Platon Sokrates gegenüber einen Phantasten zu nennen. Es ist eben das Erbe des schwarzen Geistes, dass er den Hellen fantastisch findet, weil dieser das Gute als selbstverständlich voraussetzt und zwar aus sich heraus. Rathenau konnte nie. Hellas war auch in der Hinsicht dem Begreifen, dass nur der unbedingte Ideal ist, nicht der vorrevolutionären Frankreich vergleichbar. Meist unreine Ideologe der, dass eine verhältnismäßig kleine Zahl Blonder wahre Praktiker ist, denn die Herren der Masse die Waage hielt. Tugend ist auf die Dauer auch das Volk liebte die Herren, erfreute sich das beste Geschäft, die ihrer Kultur und wehrte sich der Übergewalt tragbarste Wirtschaft. Durch Ostrakismus, Scherbengericht. So erklärt sich die Doppelseele des Griechentums, ihre Hysterie, ihr Wankelmut. Und Trübsinn lag in den Massen, ihre Freiheit und Größe in den oberen 10.000. Das folgt Ruxatohafte, der Adel apollinische Züge. Durch Solon, der semitische Verfassung studiert hatte, wurde das untere Element hervorgekehrt, durch die Siege der Römer das obere vernichtet. So erklärt sich das Unbegreifliche, dass dieses Volk, die Blüte der Mittelmeerkultur, mit einem Schlage zu wirken aufhörte, und dass die Graeculi den Römern zum Geschwätz und zur Verachtung wurden. Der freiwillige, instinktive Respekt beruht ganz auf Rasseempfindung. Einer edlen weißen Hand gehorchen sie lieber als klugen Argumenten. Klar, ungetrübt gesehen, nicht zu übertreffen und überzeugend ausgedrückt.
so sieht nur das Auge der schöpferischen Liebe oder des abgrundtiefen Hasses. Dem arischen, überhaupt dem wahrhaftigen Menschen ist es undenkbar, unfassbar, mit solchen Überzeugungen ausgerüstet, seine Machtfülle und seinen Einfluss für das Gegenteil einzusetzen. Aber Rathenau hat Recht und behält Recht, ob er selbst etwas dazu tat oder nicht. Nicht nur eine Spur dieser letzten Romantik wird bleiben, darin konnte er mir nicht zugeben, was wir wohl verstehen, sondern der Geist der Germanik wird in dem Augenblick aus seinem Traume erwachen, in dem er im Schlafe erdolcht werden soll. So trüb auch die Gegenwart danach aussehen mag, den arischen Menschen, der diese Welt trägt auf seinen Schultern, die Menschenwelt, würde die Erde neu gebären, wenn er schon verloren ginge, denn sie lebt ja von ihm und nicht er von ihr. Das Wort kann nur begreifen, wer weiß, dass der Mensch mehr ist als ein höher entwickeltes Säugetier, nämlich der Erdgeist selber. Eine Rassenerhaltung, Rassenerneuerung und Rassenneuschöpfung wird nur auf einer religiösen Grundlage möglich sein. Keine wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Maßnahmen werden hier zu einem Erfolge führen, weil die Rasse als ein Naturereignis sich nur kosmischen Richtlinien und Weisungen unterwirft. Eine Schichtung, eine Art Kastenwesen, das nicht grausam, sondern wohltätig sein würde und es auch war, wo es noch in göttlicher Ordnung geführt wurde, müsste die äußere Form geben einer friedlichen Zusammenarbeit. Nicht Klassen- und Rassenhass prägen wir damit, sondern eine Befriedigung der Gegensätze, die keine Angelegenheiten einer Generation sind, denn die Rassen dauern über Jahrtausende und die darum mit Zeitmitteln nie gelöst werden können. Wir sind uns auch darüber klar, dass wir die Aufgabe nicht durch gegenseitige Ausrottung lösen, auch nicht durch gegenseitige Ausrichtung, wie es heute noch überall versucht wird, auch nicht durch Leugnung der Rassen, denn das wäre die größte Unwahrheit und in ihrer Folge die größte Grausamkeit, sondern durch volle Anerkennung der Unterschiede. Dann handeln die Menschen gegenseitig mit Achtung und Vernunft, denn die Lüge steht nicht mehr zwischen ihnen und macht sie nicht mehr blind füreinander. Die Kriege werden ebenfalls als ein untaugliches Mittel erkannt sein, wenn auch die Friedensfreunde von heute noch lange nicht zu unserer Erkenntnis der Verhältnisse gekommen sind und dadurch die Welt wieder mehr entzweien über den Streit, Krieg oder Nicht-Krieg, als zuvor. Sie werden keinen Krieg verhindern, sondern solcher hervorlocken, weil sie die Kriegsgründe leugnen, die in der Verschiedenheit eben der Rassen und Völker liegen. Heute widerstreben einem widerlichen Pazifismus, ein Wort, das niemals mit deutscher Friedfertigkeit verwechselt werden sollte, alle ihren Geister mit einem sicheren Gefühl, weil jede heldische Weltanschauung damit vernichtend getroffen würde. Eine gewisse Verwandtschaft dieses Pazifismus zum Chinesentum ist offenkundig. Die Lehre des Konfuzius empfiehlt ganz wie die arische Weltanschauung und die von ihr beeinflussten, ja geschaffenen Religionen des Buddhismus und des Christentums die Heiligung der Ehe, der Familie, der Rasse sogar in ganz besonderem Maße durch Ahnenverehrung, ohne aber heldisch eingestellt zu sein, mit dem Erfolge der Rassen- und Volkserhaltung auf demselben Boden schon seit einigen tausend Jahren. Bei ihnen aber herrscht dadurch Rasseneinheit und Rassendauer, während die Pazifisten gerade die Rassenfrage zu übersehen sich bemühen und damit einen groben Denkfehler begehen. Beide Richtungen, die gesamtarisch-heldische Weltauffassung der Hinopferung und die konfuzische Weltauffassung der Erhaltung der Rasse, könnten, sich ergänzend, den Weg der Menschheit zur Vervollkommnung fördern. Daraus ergibt sich von selbst der Plan einer Zusammenarbeit und des Zusammenlebens, der eine Rassen-Schichtung, nicht eine Rassen-Mischung zeitigen muss, jedenfalls keine planlose Vermischung, die nur schweres Schicksal den Nachkommen schafft, das Leben spaltet und den Unfrieden züchtet. Harmonie, also Amans Kunst, ist die Grundfläche des göttlichen und des irdischen Lebens. Unvermeidbarer Kampf diene nur zur Vernichtung alles dessen, was abträglich und nicht aufbauend ist, allem Halben, allem Kompromissen, allem was einer Entscheidung, einer göttlichen Scheidung entgegenstrebt. Wer den Frieden will, den göttlichen und den irdischen, der muss die Rassenscheidung wollen in Völker oder in Kasten innerhalb der Völker und Staaten. Rassenmischung bedeutet den Krieg, dies Wort mögen die wahren Friedensfreunde bedenken. China hat seit Jahrtausenden nichts mehr zur Vervollkommnung seiner Religion, seiner Wirtschaft, seiner Gesellschaft getan, es war sich selbst genug. Sein Wesen hatte sich in seiner Rasse erschöpft. China bedurfte keiner Leistung mehr, so sehr war es zufrieden. Die Kämpfe in China heute und gestern sind von außen hereingetragen und schon geführt von Mischungsergebnissen geistiger und leiblicher Art. Eine Leistung wird hier vollbracht. Aber es handelt sich bei einem Volke und einer Rasse nicht um die Leistung, sondern um den Grad ihrer Zufriedenheit, ihres Glückes, ihrer Ausgefülltheit. Darum ist Europa so unruhig, weil es unzufrieden ist. Es muss leisten, es hat nicht den Zustand einer Rasse mehr, es hat überhaupt keine Zustände mehr. Durch seine unaufhörlichen Blutmischungen wird Leistung aufgetrieben durch die Nervenaufpeitschung, die jeder Blutmischung folgt. Alle reinen Rassen oder Volksstämme sind in ihrem Zustande ausgewogen, ausgeglichen. Die Leistungskräfte liegen still, schlummern. Schweden und China sind Gegensätze, beide aber genießen den Vorzug ihrer rassischen Einheit und Reinheit. Gleichwohl, das Bild ist unvollkommen, da Schweden mit seinen 6 Millionen Menschen nur einen Bruchteil der arischen Rasse darstellt. Bei beiden Völkern aber hat man die Vorstellung eines zufriedenen Zustandes. Der Vergleich hinkt auch insofern, als die Schweden als Angehörige der arischen Rasse heute noch schöpferisch sich betätigen, und zwar mit ihren 6 Millionen Menschen einen vielfach höheren Kultureinfluss ausüben als andere, südliche Nationen Europas mit 30 und mehr Millionen Einwohnern. Die Chinesen aber, nachdem sie ihre arische Führerschaft aufgezehrt haben, dämmern nur noch. Dies ist der Grund ihrer Ruhe, ihrer Genügsamkeit, ihrer Unfruchtbarkeit im Geistigen seit gut 1000 Jahren. Man kann eben nur bedingt hier Vergleiche ziehen, weil die arische Rasse als die gegenwärtige Schöpferrasse, als die fünfte Wurzelrasse dieser Erdrunde schon auf einer
An deren kosmischen Ebene steht in ihrer Gesamtentwicklung auf der Erde als die mongolische Rasse, die ein Restergebnis ist aus einer früheren Erdrunde und noch der vierten Wurzelrasse entstammt. Gott und Rasse sind eins. Oder wie ich mich wissenschaftlich ausdrücke, Rasse gleich Kausalität. Rassenglaube ist Gottesglaube, ist Glaube an die Rata, den Rat der Götter, wie ihn die Edda wörtlich noch lehrt. Die Gesundung unserer Rasse, unseres Lebens wird nur ermöglicht durch die Heiligung der Zeugung, der Ehe, des Geblütes, wie wir die Familie Deutsch nennen sollten und damit viel bezeichnender und kennzeichnender, durch die Heiligung des Volkes und der Rasse. Reinheit auf der rassischen Ebene wirkt Religion. Unreinheit der Rasse, Mischung, Vermischung ist immer auch Unreinheit und Uneinheit in der Religion. Die heldische Weltanschauung, die Opferfähigkeit soll sich in Zukunft uns zum Heile und zur Weile auf dieser Erde auswirken.